Ritter und der Mönch links haben noch was. Der Ritter und der Mönch. Oh, das habe ich bestimmt schon abgespeist. Währenddessen ich so ein bisschen gebabbelt habe. Hm? Mal hier. So was ganz winzig Kleines ist doch doof. Unfassbar. Da kann ich wahrscheinlich auch die verschiedenen. Ah, genau. Ich muss alle Planeten einsetzen. Zack. Gut, dann ist es aber noch nicht fertig. Ich glaube, nein, nach hinten mussten wir jetzt noch gehen. My new kingdom won't pay respect to such weaklings from the past. Away with you! Was? Hallo? Rasputin wird von der Vergangenheit verfolgt und ist von den Gedanken an Rache besessen. Rache ist immer nicht gut, meine Lieben, im Übrigen. Es kommt immer instant zurück. Also so, ich bin auch wirklich tatsächlich der Mensch, der immer so ein bisschen an Karma einfach denkt. Planeten fehlen natürlich. Dann schaue ich mich nochmal einmal um. Ich wäre jetzt auch ehrlich gesagt nach da gegangen, anstatt nach hier. Vor des Botanikers. Na Gott sei Dank haben wir das gerade gefunden. In meinem Herzen gibt es nur die eine. Was? Gibt es nur die eine gütig? Was? In meinem Herzen gibt es nur die eine. Gütig ist sie, schön und rein. Ich wünschte nur, sie wäre mein. Doch ist sie schon die seine. Grünäugiges Mädchen, erhöre mein Flehen. Sonst muss ich in die Einsamkeit gehen. Das ist eigentlich gecheckt, dass das ein Reim ist. Das stammt von Kai, da bin ich mir sicher. Er muss Gerda schon lange lieben. Damit sind wir fertig. Ein Stift und ein was? Einen blauen Käfer und einen roten Käfer. Okay, die haben einfach keine Fühler. Wollen wir es mal dabei belassen? Es gibt zur Rache einen lustigen Spruch aus dem buddhistischen Glauben. Rache ist, das Gift selbst zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt. Aber auch ein schönes Sprichwort. Wer auf Rache aus ist, kriegt am besten zwei. Ja, von daher, also, es ist wirklich so. Ich meine, letztendlich, ich finde, man muss immer so ein bisschen unterscheiden unter jemanden, weiß ich nicht, ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausdrücke oder nicht. Aber ich finde, wenn jemandem etwas angetan wird, muss man das, finde ich, nicht hinnehmen, um keinesfalls, beziehungsweise, also ich finde, man hat immer noch das Recht, was das zu sagen, dass es einem halt missfällt. Und man kann aber auch quasi dem anderen dann wieder eins auswischen, ohne großartig auf Rache aus zu sein. Also, ich meine, letztendlich bringt einem Rache nichts. Man ist irgendwie vom Niveau her, geht man genauso weit runter wie derjenige andere. Oh, ich bin so klug. Heute bin ich echt klug. Und nun? Achso, ich muss auch was machen. Oh, ich muss da noch dreimal draufklicken. Es hat funktioniert. Das muss der Mondpriester sein, von dem ich gelesen habe. Hallo. Guten Tag. Hello. I am Hansel, the Moon Priest. It has been quite a while since my last awakening. But where is my king? Why have you summoned me? Den haben wir doch schon mal gesehen, oder? Dass er sich an uns nicht erinnert. Okay, er erinnert sich genauso an uns wie ich an ihn. I see. If Rasputin has truly freed himself from the tinderbox, we must act quickly. Has he made any wishes?
Weiß ich nicht mehr. Vielleicht können wir mit der Hilfe des Priesters etwas gegen diesen Irren ausrichten. Da werde ich aber mich jetzt immer so hinbegeben und nicht immer diese Schnellreise benutzen. Vielleicht brauchen wir ja dafür die Käfer. Ach Quatsch, da komme ich ja her. Alter, der sieht ganz schön stattlich aus, ne? It's worse than I thought. Not only does he have the tinderbox, but the gems he's acquired also contain immense power. Power that was his once. Nein! He was banished for a terrible thing he did in his youth. And I was tasked with taking his powers. He needs to smash the gems with the Mountain King's hammer to release their power. We must find it first. I've unsealed the door for us. Na, so ein Glück. Vor allen Dingen, er sagt immer und uns und ich muss es machen. Unfair. The Hall of Kings. I doubt Rasputin realized that with the Mountain King gone, his hammer would be found here. Once we find it, we can use it to lure Rasputin. He doesn't know about me, so surprise will be on our side. Ich habe gerade vergessen, dass ich auf Weiter klicken muss. Ich war so am, weißt du, mit Mund offen und schon, also der Sauber hat schon bisschen gelaufen. Du bist du doch eh wieder weg, siehst du? Ich muss das ganz alleine machen. Kapitel 6. Juhu. Der alte König veranstaltete ein Turnier, in dem seine beiden Söhne, Edric und Rasputin, sich des Throns würdig erweisen sollten. Nur einer von ihnen bestand die Prüfung. Ordnet die 6 richtigen Kacheln an. Edric soll körperliche Kraft, Rasputin Zauberkraft anwenden, um die Prüfung zu meistern. Hä? Hallo? Hä? Wo soll ich die denn angreifen? Hallo? Wo soll ich die denn anordnen? Hallo? Ordne die 6 richtigen Kacheln an. Ordne die 6 richtigen Kacheln an, aber wo? Ach so. Oh Mann. Da bin ich gesehen. Beide Brüder bestanden die Verwirrung, doch als Edric seinem gegen die Hand reichte, zeigte Rasputin sein wahres Gesicht. Oh. Okay, das ist aber nicht so schön. Nur. Von diesem Tage an hat der jüngere Sohn des Königs, Prinz Edric, Zugang zum königlichen Archiv und zur Schatzkammer. Der Bergkönig heißt Edric, das wusste ich gar nicht. Was könnte denn da durchpassen? Vielleicht? Tatsächlich. Sehr schön. Ist ein Stift wieder? Nein. Gut. Das wird er wahrscheinlich nicht reinpassen. Ich muss mich so ein bisschen umgucken. Ein kompliziertes Schloss, da werde ich einen Hinweis brauchen. Aha. Vielleicht muss ich auch meine Lausche aufsperren.
Kein König sollte ohne Thron auskommen müssen. Okay, muss ich erst wahrscheinlich einen Thron holen oder sowas. Die Stadt erhielt ein Schild mit dem königlichen Wappen, das ich auch noch nicht habe. Was ist das? Hier sind mehr Klingen als Griffe. Was? Muss ich wahrscheinlich auch noch hier einen reinstecken oder so, keine Ahnung. Uff. Ein Stück suchen. Ja, wir haben viel zu tun, meine Lieben. Was ist das denn? Da stand noch ein zweiter Gargoyle. Das habe ich aber auch noch nicht. Also es gibt viele Sachen, die wir noch auf jeden Fall aber machen müssen. Viele Sachen. Das kann ich schon mal da reinpacken. Dafür haben wir auch die Sternschnuppe schon. Was ist das denn? Ein Dietrich. Moment. Moment, was war das? Ich hätte es gedacht. Was ist denn das Emblem? Da brauche ich die Dietriche auch nicht. So einfach macht man Türen auf. Mache ich auch jeden Tag. Was ist das? Hallo? Ein Schwertgriff. Den werde ich wahrscheinlich hier unten rein. Hallo? I'm glad to see you well, Detective. I came here to find something. Anything to help me unfreeze my mother. Ich bin mir immer nicht so sicher, muss ich an der Stelle sagen. Moment, suche ich gleich auf dich ein. Also es hat sich halt bei diesen Parabeln immer schon so ein bisschen rausgestellt, dass auch die erst netten Charaktere im Endeffekt doch immer eher böse waren. Von daher traue ich diesem Menschen hier nicht gerade über, beziehungsweise dieser Spielfigur, einfach nicht über den Wege. Auch wenn er jetzt natürlich so total nett ist und so. Aber ich finde, also ich finde das einfach so gut gemacht. Also sie haben das wirklich so, also es ist ja auch wirklich so im wahren Leben. Du kannst Leuten begegnen, die sind herzensgut zu dir, aber sind dann total furchtbar eigentlich. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe ja. We'll need all the help we can get. Now please excuse me. Gerda can't be alone for long. Also vielleicht hat er ja ganz furchtbare Absichten mit Gerda einfach. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig einfach. Guck mal, da weiß ich noch nicht, was damit los ist. Du. Ich wollte das aber jetzt erstmal hier hören. Ficht. Brauche ich für dich Hinweise? Buch kann ich noch nicht aufmachen. Buch ist zu. Hallo? Und nun? Buch an die Tür schlagen! Buch einfach mal verbrennen! Das ist also das Zimmer von Rasputin. Also er ist sehr schlangenbesetzt. Ach, hier haben wir wieder eine kleine Burg mit Gargoyles. Der Ritter scheint jemanden abzuwenden, aber es ist gar kein Angreifer da. Außer eine Eidechse. Meine Verfolger meinen, sie hätten mich mit ihren Methoden geändert. Ich habe eine Mess gelesen, ne? Aber da haben sie sich geschnitten. Niemals werde ich so ein Schwächling wie Edric. Ich bin der wahre Thronerbe. Gott, das ist so merkwürdig geschrieben, da finde ich ja. Die Zeichnung hat dieselbe Form wie das fehlende Glas an der Laterne, hä? Ach so, ja, stimmt. Gut, ich gucke erstmal alles an. Oh, das ist ja eklig hier. Da müssen wir bestimmt das Buch auch reinstecken. Und dann richtig einmal anordnen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das nach vorne kommt. Ganz nach vorne. Nee, das wäre zu krass. So, zack. Oh Gott. Oh, ich bin so gut. I'm so good as fuck. Nein!
und sie geht wieder raus. Und jetzt gehe ich wieder rein. Eine Drachenklaue müssen wir hier. Oh, für Nachtschatten wäre das ja was total Tolles. Er mag ja so gerne Drachen. Ich weiß ja auch, dass die Orakel beispielsweise sehr gerne Drachen mag. Zumindest habe ich das so gedacht. Aber so eine krasse große Kralle. Die sehe ich wieder nicht, ne? Die bestimmt total klein ist. Aber die ist doch bestimmt total klein jetzt in dieser Kralle. Mann. Das ist doch so gemein. Da sucht man immer so was ganz Riesiges. Und dann ist es gar nicht so riesig. Das haben wir dann auch schon mal. Brauchen wir das? Nee. Ach, das war das? Okay. Zumindest ist ein Teil schon mal fertig. Ach, das ist auch schon fertig? Nein! Das muss ich ja noch suchen, oder? Achso, der Gürtel? Schneid mal der Rasputin. Achso, Rasputin ist gemacht. Ich habe gerade den Gürtel von Rasputin gelesen. Oh je, meine. Sind wir jetzt schon fertig? Nein. Ich mache noch diese Drachenkralle. Du hast es akustisch nicht verstanden. Also du magst, ich habe das gestern so verstanden, dass du auch so ein bisschen auf Drachen, also nicht stehst, aber auch die mag, sehr gerne magst. Und jetzt suchen wir gerade eine Drachenkralle, die ich nicht finde. Da oben ist das Herz. Ah, guck hier. Also diese großen, einfach markanten Sachen, ich sehe sie einfach nicht. Die Drachenklaue. Okay, ein Drache macht nicht miau. So. Ich glaube, das war hier. Geht es nicht nach oben oder so? Nein. Kann sogar ins Königliche gemacht gehen. Ja, das ist richtig. Oh nein. Eine Glaskugel fehlt hier, das heißt, ich kann es noch gar nicht machen. Das ist gut. Wo sind denn die restlichen Käferpanzer? Das heißt, ich müsste bestimmt noch so zwei, drei finden. Na, ich glaube zwei. Der Drache, den Drachenkopf, also es ist doch sehr drachenlastig. Da weiß ich ja, was da kommt, also beziehungsweise, dass ich da ein was fertig machen muss. Nichts machen. Der Abdruck einer Monsterklaue. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ihr geht nur einmal, sagen wir mal einmal im Jahr irgendwo hin und dann lasst ihr so. Also ganz ehrlich, wer macht denn so? Naja. Eine Laternenglasscheibe. Aha. Oh, warte mal, das war in Rasputins Gemach und zwar hier. Da haben wir nämlich den anderen Käferpanzer. Was ist das? Palankinkom. Was war's? Eine Kombination. Was war das denn? Rasputins Banner. Also es ist jetzt wieder schon so, wieder finde ich, das es wird schon wieder zu schnell. Das ist einfach so schlüssig einfach, empfinde ich das so.
Ah, okay. Eins. So, zwei. Drei und vier. Da haben wir dann auch das. Und dann ein, was, eine blaue Mumme. Oh, damit können wir dann natürlich das machen. Aber ich würde das gerne einmal kurz hier fertig machen. Ach nee. Das ist ein Bärenkopf und kein Drachenkopf. Ups. So, zack. Das war schon mal verkehrt, okay. Moment mal. Juhu! Ich habe Anweisungen erteilt, die Überbleibsel des Spiegels im Turm einzuschließen. Selbst in seinem jetzigen Zustand ist er zu gefährlich. Ich kann nicht riskieren, dass Schneewittchen oder Ross in seine Nähe kommen. Edric. Noch ein Schildstück bekommen. Ein Tafelfragment auch, ne? Oh, warte mal. Ich dachte gerade, das wäre hier noch irgendwie was Interessantes, aber anscheinend nicht. Oh doch, es gibt noch einiges zu tun in den beiden Räumen hier. Also in Rasputins Zimmer und einmal in das andere. Aber ich kann mir schon vorstellen. Nein, okay. Nee, aber was. Aber irgendwas muss hier noch sein. Gedacht, dass es vielleicht hier zu dieser Spieldings oder Spielwiese gehört. Also es ist definitiv noch irgendwas hier offen. Nee. Gehen wir nochmal in den anderen Raum rein. Ja, da weiß ich ja, dass es das hier ist, aber per se weiß ich jetzt gerade nicht. Wo sich beispielsweise so ein Drachenkopf findet. Deswegen gehe ich erstmal nochmal weiter und gehe nochmal schauen. Oh. Wie sollte die fehlen? Hallo? Hab ich das gerade eben so der Doof da hingelegt? Ah. Ich glaube nicht, dass wir das heute durchnehmen. Ich meine, ich möchte gerne gleich noch in Ruhe Abendbrot essen. Es ist ja schon wieder 7. Aber so ein bisschen rumschauen. Noch in diesen zwei Stellen, aber ich weiß jetzt gerade persönlich nicht. Ich glaube jetzt einfach mal diesen. Ja, okay, das ist ja klar, dass wir da irgendwas machen müssen, aber was? Wo ist er ernsthaft jetzt? Ich meine, das hatten wir ja schon vorher da. Das wird jetzt ja wohl nicht als doch tatsächlich. Das gilt als Tipp. Was ist das Grüne neben dem Tor? So. Wo siehst du was Grünes? Das ist ja wohl billig, ey. Ich meine, ich bin ja mit der Flagge drauf gewesen. Für das Hinweisteil. Was ist das Grüne neben dem Tor? Das da? Ich. Keine Ahnung. Grüne neben dem Tor. Hm. Das
kann aber auch sein, guck mal, jetzt ist nämlich das auch weg, dass wir nämlich hier rausgehen können. Jetzt ist noch irgendwas hier, aber wenn wir jetzt auf die Karte schauen, dann ist es sowieso weg. Das heißt, die Flagge haben wir reinbringen können, das andere aber nicht. Komisch, aber war. Hier muss noch irgendwas zu machen sein. Ich weiß nicht, also da, ja, könnte sein. Aber, also ich kann mir nur noch vorstellen, dass irgendwas mit diesem Bärenkopf gemacht wird, aber was? Wir haben ja diesen Bärenkopf, aber ich weiß gar nicht, wofür der ist. Also es sagt mir gar nichts. Keine Ahnung. Oben in der Mitte von dem Teil, das leer ist. Hä? Nee. Nee, wir brauchen ja hier nur diesen, also da ist ja nichts. Nur wenn das so anfängt mit diesem komischen, mechanischen Gedöns. Dann kann man da was einfügen. Wir brauchen halt nur diesen, ach, hier ist sowas, ey. Wie soll man denn drauf kommen? Ist das ein Wachhund? Der Wachhund kommt natürlich wieder hier hin, nehme ich mal einfach an. Ach, natürlich kommt er irgendwie hin. Oh, ein Cerberus sogar. Huiuiui. Also das heißt doch Cerberus, oder? Was Cerberi? So. Hat das zum Beispiel schon mal fertig hier? Die ist auf diesen ach, den Drachen, haben wir ja alle gehofft. Dann haben wir auch den Gargoyle hier. Was stand denn da noch? Warte mal, hallo? Jetzt wird man so abgespeist. Hallo, ich hab's noch nicht gelesen. So. Haben wir erstmal, bevor wir da das reingehen, den Gargoyle. Ha, wie lustig ist das denn? Bitte Gruppen aus Kacheln derselben Farbe. Achte auf die Markierung am Rad, hä?